Ja, und somit, hallo Leute. Ach, Mann, ey. Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Hier waren dabei stehen geblieben, das Flugzeug zu erobern, würde ich mal sagen. Und das tun wir jetzt auch. Ist ja komisch mit den Schatten irgendwie. Die ganzen Feinde befinden sich da oben. So, Transportannahme oder was auch immer das ist. Ah, fuck. Erwischt. 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 Au, 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 das tut weh. Komm, heilen, 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 heilen. Nicht falsch verstehen, das mit dem Heil. Und da hat sie erwischt. Perfekt. Fackelt sie ab. Genau. What? Normalerweise steckt eine Raketenmini ein, ich kriege maximalen Schaden, sterbe aber nicht. Und jetzt explodiert einmal so ein Scheißding und ich bin sofort tot. Ach, direkt von hier. Ja, alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Wow. BTF, das sah so aus, als ob die Granate da durchgefallen wäre. Ich will jetzt halt umgehen. Der Waffensound ist schon so ein bisschen komisch, ne? Als ob irgendwie so ein kleines Kind schreien würde. Weil es irgendwie auf 200-facher Geschwindigkeit hören würde. Und oh, das sollte eigentlich schon reichen, halt von diesem Waffensound. Hä, BTF, was war das denn? Ihr könnt das jetzt nicht nachvollziehen, aber ich konnte mich ganz komisch bewegen. Also ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Leise. Gott, ey. Alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Glaubt ihr, Kirilenko ist in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen das so oder so stoppen. Das war ein Warnschuss. Das war wieder ein Warnschuss. Oh, er ist tot. Jetzt gebe ich keine Warnschüsse mehr. Oh Mann, das Gebäude ist kaputt. Ja, ist cool, dass wenn man so dieses Sprenggeräusch hört, dass dann nur noch die Musik zu hören ist, die eigentlich relativ okay ist. Mann. Ach Mist, ich habe zu früh auf Scope wegnehmen gedrückt. Ich sehe das wahrscheinlich als No-Scope-Schuss anerkannt. Das war ein Warnschuss. Das war wirklich ein Warnschuss, Leute. Ja. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich hätte keine Schießskills. Ich glaube, der Gegner ist schon jetzt. Der ganze Rauch, ey. Ne, da ist er noch. Wird's nicht mehr. Kann ich das Ding auch selber in die Luft sprengen? Ja, kann ich. Cool. Habe ich das schon mal entschärft? Jetzt ist er garantiert weg. Ich muss ja sagen, es ist ja echt assi von den ganzen bösen Russen, dass die wirklich, während die noch eigene Leute in der Luft haben zum Beispiel, die Waffe testen. Und ich meine, die hier unten kämpfen trotzdem noch immer weiter für die, obwohl die eigentlich einen Helikopter von sich selber, nicht nur einen, wahrscheinlich so ziemlich alle, die der Stadt hier herumfliegen, abgeschossen haben und dann ihre eigenen Leute töten. Ich meine, was war das denn? Das ist eine scheiß Aktion. Wenn ich böse wäre, ja, dann wäre ich nie so böse. Versteht ihr? Ja? Komm ich hier zwei Munitionskisten hintereinander? ETF. Wieso kann ich die Spenden? Ah, jetzt okay. Was war das denn für ein Move, Kollege? Ich wollte mich nicht so expandiert dahinstellen.
Danke, dass du Platz gemacht hast. Huch, was war das denn? Hast du es gesehen? Das war ja strange. Ah, fuck. Jetzt bin ich doch noch getroffen. Ich darf jetzt gar nicht super cool da um die Ecke die ganze Zeit sneaken und holen mir die da alle. Huch, jetzt sind die schon wieder da oben oder was? Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Ich hole mir ganz kurz, mal kurz, obwohl ich kann nicht beim Waffen bleiben. Obwohl, ich will kein Scharfschützen, ich will die Pumpe. Ah, ich will die Puppe. Allein, weil man so cool die Deckung wegschießen kann. Der ist komplett kaputt. Nee, das war's. Schade. Hier derselbe Satz wie von eben. Ah, wer ist ihr und wer seid wir? Und welche Absicherung? Was ist das denn für ein Soundbug jetzt? Oh, der ist weg. Aber trotzdem. Ach man, da kann ich natürlich nicht durchschließen. Der hat da gerade mehr geflüstert. Aua, das hat bestimmt weh getan. Ekelhaft hässlicher Boden. Oh, Cutscene. Ah, das sind wir. Yes, das sind die. Ach, egal. Wenn wir hier nicht krepieren, werde ich dich häuten wie ein Elch. Hey, das Flugzeug bewegt sich! Seht nur, wie groß das Ding ist! Das ist eine AN-225. Eine größere Version der AN-124. Die größte, die je gebaut wurde. Das Ding kann mit 253 Tonnen beladen werden. Ich kenn mich aus, was? Warum hat die Waffe mich auf das Flugzeug zerstört? Naja, scheinbar ist es im Mittelpunkt einer Skalarwaffe sicher. Aber außerhalb ist es... So oder so. Glaub nicht, dass wir das Ding abmontieren können. Wer hat Lust auf eine Flugzeugentführung? Mach diesen Wackeleffekt. Ein Cutscenes. Das Flugzeug startet! Wir sollten uns beeilen! Da runter! Wenn man subtil nochmal in Munition kommt. Nochmal. Wieso klettert da keiner hoch, Mann? Der Punkt sich einfach so bewegt. Ohne Flugzeug. Was ist denn mit dem fetten Rucksack auch noch? War eine lange Nacht. Warten. Planen. Aber warum ist es in den Dingern vor der Dämmerung immer am dunkelsten? Manchmal muss man nur ein kleines Licht einschalten. Und jetzt spielen wir Airborne. Ziemlich cool, Flugzeugmission. Ich meine, wow. Preston, stech dir keiner ab, nimm seine Waffe. Los! Glaubst du schon, dass du den Sword gekriegt hast? Schließe den Schuh.
Hadouken! WTF? Okay, erster Fehler Steuerung ducken. Steuerung ducken, genau. Steuerung drücken. Weil man denkt, man ist geduckt. Zweiter Fehler. Maustaste drücken. Oh, ich hasse es, wenn so Szenen sind. Und man eigentlich was anderes machen muss, als man denkt, was man tun muss. Press, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los. BTF, eigentlich. Waffen, aber kaum Munition. Dito, verdammt. Hey, wo habt ihr die Waffen her? Oh Gott, ey. Das Spiel ist echt Logikfehler. Hoch 3. Munition. Danke. Genau das habe ich gebraucht. Scheiße, unten bleiben, da sind noch mehr. Ich mag das, wie das wackelt im Flugzeug. Das ist echt cool. Das Lustige ist, eigentlich soll man direkt hier lang gehen und dann sieht man, wie der Typ da abgebessert wird. Aber es ist normalerweise so, wenn man hier langsam entlang geht, ploppt der Gegner weg und der wird da abgebessert. Aber anscheinend war ich zu schnell. Wie geil ist das denn? Oh Mann, ey. Ja, die können ja nichts dafür. Die sind ja im Flugzeug hier zu Hause. Boah, das wäre geil. Wenn man ein Flugzeug leben würde. Also so für immer so ein Flugzeug, so ein autonomes Flugzeug. Okay, ich halte mal die Klappe wegen Cutscene. Geil, da ist immer ein Einschusslöcher dran. Man bräuchte ein Wunder, um da reinzukommen. Oder eine Menge C4. Ja, und der Flieger würde dabei mit hochgehen. Erinnerst du dich an das Cockpit? Ja, alles hier oben gespeichert. Keine Sorge. Okay, wer ist schon mal ein Flugzeug geflogen? Nun, darüber denken wir später nach. Auf geht's. Das könnte der Anspielung darauf sein, dass im Multiplayer keine Flugzeuge drin sind. Hm. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Also, so was ich sagen wollte eben. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Okay. Ah, ich hätte auf den Rauch warten müssen. Schade. Hier gibt's kein Versteck. Ein autonomes Flugzeug, was so mit Solarenergie oder so fliegt. Ja, ich weiß, das geht nicht. Es gibt auch diese autonomen Boote, die einfach um die Welt segeln. Mit Solarenergie und irgendwelche Berechnungen machen, glaube ich. Es gibt so eins von Google und Oracle und so. Gesponsert, weil die es cool finden. Da ist es, das Cockpit! Und das wäre einfach voll geil, Mann, wenn man so seine eigene Wohnung drin hätte. Ich finde auch Hausboote ziemlich cool, aber... Nee, Hausboot will ich dann doch nicht. Die ganze Zeit im Hafen abgammeln und keinen Keller haben. Wo zum Geier ist Kirilenko? Wir sind etwa 130 Kilometer von Texas weg. Nähern uns schnell. Sarge, uns läuft die Zeit davon. Gentlemen, das Gemisch, das Sie mir gegeben haben, wird uns vor der Explosion schützen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Viel Spaß. Dass wir nicht in den Waffenraum konnten, stimmte nicht ganz, oder? Nein, aber... Ach, scheiß drauf. Der Ruhestand wäre eh schnell langweilig geworden. Wie, was? Sie sind zu spät. Wir sind fast am Ziel angekommen. Das bezweifle ich. Mach mal.
Was? Was tun Sie da? Zurück, Jungs! Hier, ich stehe jetzt nicht ganz mit dem Waffenraum weit. Showtime. Boom! Ach, das ist das Waffenlager. Habe ich jetzt kaputt gemacht? Okay. Und jetzt nichts wie raus hier. Okay. Dieses Scheißding stürzt ab! Mach schon! Wo ist Kirilenko? Los, los, los! Was für ein Arsch, da klaut er mir meinen Fallschirm, ne? Naja, egal. Wow, da waren wir ziemlich hoch. Wichser. Kannst du mal ein bisschen schneller fallen, Kollege? Und können wir was langsamer fallen? Ah, gut, es hat geklappt. So früh hätte ich den Fallschirm jetzt nicht gezogen. When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. City, Texas, geliebte Heimat! Okay, okay, ich schätze, ich hätte früher oder später mal vorbeikommen müssen. Was machen wir jetzt? Sarge, du bist so still. Tja, da musst du wohl Marlow fragen. Dank ihm bin ich jetzt offiziell im Ruhestand. Ja, verdammt gut gemacht, Marlow. Ich? Ach Quatsch, Sweets. Was ist mit dir? Weiß nicht. Es war cool, aber dieser Spec Ops Mist ist nicht so mein Ding. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich feiern. Und ich weiß auch schon wo. Da gibt's ein Mädel, die heißt Chantal. Die kann Spock. Dir... Still! Gestatt! Was macht ihr denn hier? Gentlemen! Sir! Rühren! Die amerikanische Regierung dankt Ihnen von ganzem Herzen. Es tut mir zwar leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen alle mitkommen. Warum denn, Sir? Die Russen. Sie marschieren ein. Sir! Nein, tun Sie nicht. Wir haben gerade Ihre Superwaffe zum Teufel gejagt. P.S. Invasion fällt aus, Sir. Nicht hier. Sie kommen über Alaska. Alaska! Manchmal hasse ich's, Recht zu behalten. Wie der Truck da abspackt mit dem Ding da. Alaska, okay. Aber das haben die auch schon im Intro gemacht. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Ende! Wuhu! Normalerweise würde ich jetzt einfach die Credits totschlaufen lassen. Aber... Nein, ganz ernsthaft, also... Was ist das denn für ein schlechter Abspann? Ich meine die Hauptmenü-Musik, wir sind im Hauptmenü und einfach die Credits. Ja, als ob man auf diesen scheiß Button gedrückt hätte. Hey, jetzt ist Vietnam verschwunden. Deswegen will ich das nicht tun. Ich danke euch aber trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich guck mal ganz kurz rein. Was haben wir denn hier für Sammlerobjekte? Ja, ein paar Sachen haben wir jetzt nicht. Es gibt eine S. Ach, mit anderen Scope. Die hätte ich im eigentlichen Spiel, aber hier in Safe State verwenden musste. So, eigentlich haben wir die Waffe hatten wir, die Waffe hatten wir, die Waffe hatten wir, die hatten wir, die hatten wir glaube ich nicht. Hatten wir die jetzt nicht im Flugzeug? Ach nee. Aber die hatten wir aber auch schon, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer die hatten. Die hatten wir, das weiß ich noch. Die mit ohne... Scope hatten wir auch.
Das hatten wir, glaube ich, nicht. Das Gerät, die hatten wir und die, glaube ich, auch. Oder wird mindestens eine von den beiden. Die XM8 hatten wir eigentlich auch. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Meine Kampagne. Interessant. Naja. Aber Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.